Leute, hier ist wieder Chancers Raptor und zwar heute mit dem ersten Video auf der Next Gen, weil mein Laptop schon da ist. Ich habe jetzt alles Nötige runtergeladen und heute geht es um den Duke of Death. Und zwar befindet er sich hier auf der Map an der gezeigten Position. Leider bloß in der Story, wenn es einen Glitch gibt, wie man den online bekommen kann, werde ich ihn natürlich hochladen. Und zwar steht er einfach hier. Das Ding sieht echt schnieke aus. Schnieke sage ich normalerweise nie. Aber es sieht echt hammergeil aus. Die Lichter vorne, die klappen so runter, das sieht echt nice aus. Von innen sieht er ziemlich geil aus, aber man kann ihn schlecht fahren, weil die Windschutzscheibe so klein ist. Und ihr müsst aufpassen, ihr werdet von allen möglichen Truckern und so angegriffen, wenn ihr in das Auto steigt. Warum? Keine Ahnung. Und ihr müsst sie eben abhängen und nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr in die Tuning-Werkstatt fahren und dieses Auto tunen, was ihr wollt. Unterbodenbeleuchtung geht alles. Lackierung, ich habe es jetzt mal, wie ihr gleich sehen werdet, einfach in Gold gemacht, weil ich finde, es sieht ziemlich okay aus, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, das war's eigentlich schon mit der Location von Duke of Death. Ich habe jetzt meinen Laptop, ihr wisst, was es bedeutet. Es wird Far Cry 4 kommen. Ich freue mich sehr drauf, jetzt nach 2 Monaten Verspätung, weil mein PC es einfach nicht gepackt hat. Aber hier seht ihr jetzt ziemlich cool, sieht der Duke of Death aus. Also kann ich euch bloß empfehlen, dieses Fahrzeug. Wie gesagt, Far Cry 4 wird kommen. Ciao Leute und haut rein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Chainsaw vs. Raptor.